Willkommen zu Alter Sack zockt Subnautica. Ich habe nichts Großartiges gemacht. Nein, ich habe auch noch das Poster in der Tasche und ich habe nur drüben noch unnötigen Beirat abgelegt und wollte mal eben in unsere alte Station schauen. Ja, ist schon hübsch. Denn hier habe ich mich ja jetzt länger nicht um die Station gekümmert. Und was sollen hier Sachen rumliegen, die wir drüben noch gebrauchen können? Gold! Gut. Ah, genau sowas wollte ich auch noch mitnehmen. Ja, gut. Ausrüstung. Das sind nur die Hochkapazität. Weil ich denke, die hier baue ich langsam ab. Immer so stellenweise. Ja, da brauchen wir auch mal eine Menge für, das wusste ich gar nicht. Gut, dass wir den Platz noch hatten. Oh. Ja, ach. Oh. Mhm. Ja, Lithium kann man immer gebrauchen. Magnesium, ja. Wenn wir genug Salz haben, haben wir auch genug Magnesium. Okay. Mehr war hier nicht. zwei Etagen, bla bla, gut. Dann dürften wir ja hier drüben noch ein bisschen was bekommen. Nein, da nicht. Ich glaube, das ist leer, ne? Ja, hier haben wir nie wieder was reingetan. Tada! Gut. Viel Platz haben wir nicht mehr. Raus hier. Aber den Platz für den Locker haben wir nicht mehr. Hier. Jeden Fall noch hier lassen. Stört alle. Irgendwie ein bisschen schräg hier heute mein Equipment. Ja. Rein in die Motte. Schnell die Sachen wegbringen. Denn wir haben Tag. Tag ist immer gut. Ah, Romantik pur. Nun hinein in die gute Stube. Ja, mit dem Aufräumen, Umräumen dachte ich mir halt, das hier ist ja quasi der erste Raum, den wir betreten. Warum sollen wir erst darüber gehen? Bla 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 bla. Aber gut, jetzt möchte ich auch erstmal los. Ja gut, Batterie sollte ich vielleicht noch mitnehmen. Ah, drei, ne zwei. Hippie-Tüten, auch Flaschen, brauchen wir auch nicht so viele. Ah, und damit ist der Schrank schon voll. Das Poster, ja, das Poster lasse ich einfach im Inventar. Es startet zwar jetzt jedes Mal das Spiel mit dem Poster in der Hand, was ich wirklich sehr löblich finde. Aber ich habe Angst, wenn ich das hier irgendwo hinlege, dass dann die Station irgendwann weg ist nach einem Update und alles ist weg. Auch mein Poster. Ja, ja. So sehr freut sich ein alter Sack über ein Poster von einem Game. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Natural Selection, die Half-Life Mod. Oh. Dieser Blick jetzt nach hinten, nach dem Einstieg in die Motte, heißt wirklich, ich glaube, wir erleben eventuell in diesem Teil noch die Zerstörung einer Motte.
Wollte ich nicht eigentlich zu der Insel? Wie komme ich denn? Nee. Hier der Graben und so weiter. Ich weiß nicht. Ich bin wirklich ein bisschen so. Ja, zwiegespalten. Klar, ich möchte gerne unterwegs sein. Eventuell noch ein paar Sachen finden. Und auf der anderen Seite gäbe es auch noch so ein paar Sachen zu tun. Aha, ich glaube, diesen Graben wollte ich hier untersuchen. Er ist direkt vor der Haustür und ist ja immer sehr wenig Beachtung geschenkt. Komm mal mit. Wenn du schon so in der Nähe bist, dann komm mal direkt mit. Und auf geht's. Mal so ein bisschen diese Balkone hier mit dem Auge behalten. Gut, dann müssen wir hier einmal einen Rundflug machen. Aha. Ja, ich erwarte jetzt nicht die neueste Technologie, aber... Oh, na gut, Titan. Auch so ein kleines Schatzinselchen und ich könnte auf jeden Fall Kupfer vertragen. Immerhin. Silver. Silver. Die Brutschelklinge. Opfer. Oh, das Geräusch finde ich nicht so angenehm irgendwie. Oh, Gold. Sag bloß. In der Luft geht's auch noch ganz gut. Oh, Inventar voll. Ja gut. Einen habe ich noch. Einer geht noch. Zwei gehen noch. Wunderbar. Ja, dann mal so einen kleinen Orientierungsflug zur Smoker Station, denke ich. Wäre eigentlich nicht verkehrt. Ja, und irgendwie hat sich in meiner Familie schon wieder Familie Frosch angesammelt. Ah, was ist das? Okay, kein Platz. Nee. Das hat keinen Sinn. Welcome aboard, Captain. Ich schau. Deinen Kauknochen haben wir geklaut. Oh, Ende. Ende im Gelände. Ah nein, hier geht's weiter. Schlucht und Tauchen macht mit der Motte Spaß. Ja, obwohl das geht eigentlich auch ganz gut mit dem Seegleiter.
Oh, man muss dann ja immer auftauchen. Ah, mit dieser Hektik. Das ist wirklich schön. Auch wenn jetzt nicht so viel. Ne? Aha, schon wieder was. Schatzinsel? Wo ist die Smokerstation? Da, alles klar. Gut, dann erstmal zu dem kleinen viereckigen Kasten. Oh, schade. Ah, ist bestimmt ein cooler Spielplatz hier für dich, ja? Noch ein kleiner viereckiger Kasten. Aua. Das war jetzt nicht nötig. Auch wieder Bioreaktor. Gut. Ui, ui. Oh, das heißt, ich bekäme hier Zähne. Pirscherzähne. Oder auch nicht. Oh, Flash. Dann werden wir ja blind. Meine Herren. Ganz schön viel Kram hier. Gut. Smoker Station. Hier ist wirklich viel Altmetall. Das ist schön. Gut zu wissen. Schon ziemlich geile Gegend. Ja, und Schuppis schwimmen hier ihre Runden. Welcome aboard, Captain. Ja, nein, ich habe ja hier gar keinen Zerstückler. Warum sagt mir das denn keiner? Brauchen wir denn das, Junge? Für so ein Ding? Titankabelsatz, Computerchip. Ja, gut. Salz, Gold. Ah, ja, Titan, Kabelsatz, Computerchip. Ja, fast alles da. Ha, hier haben wir also den Terraformer gelassen. Den nehmen wir mal mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Brauchen wir, glaube ich, für eine Plattform, ne? Viermal sogar nur. Nee. Gut. Können wir die hier jetzt noch drunter setzen oder? Rein theoretisch, ja. Praktisch auch drüber. Das ist cool. Weil andersrum geht's nicht. Also ich dürfte die jetzt nicht abbauen können, glaube ich. Mal probieren. Aha, geht nicht. Dekonstruiert. Sehr schön. Kann nicht dekonstruiert werden. Ja, super. Ah, das hat echt was. Ich weiß zwar nicht was, aber es hat was. Was auch immer. Und Gary. Gut. Ja, da würde ich sagen, dann huschen wir doch mal ganz schnell zu Home Sweet Home, Alabama. Wo ist sie?
verschwunden. Extra mit Ausrufezeichen belegt. Da, ach nee, mit einem Smiley. Ja, Licht an bringt jetzt auch nicht viel. Dann huschen wir halt in die dunkle Tiefe. Ach nee, wir sind ja gar nicht so tief. Dann halt, wir huschen in die Dunkelheit. Wusch. Oh, jetzt richtig finster, machte meiner Licht an. Hui. War das nicht eins meiner Ziele? Doch mit fast 100%iger Sicherheit, oder? Ich kenne mich doch. Ui, wir sind ja schon über Wasser. Jetzt machen wir einen Hü-Hüpf. Ah, der Mond. Hü-Hüpf. Nochmal. Hü-Hüpf, der Mond. Der rast hier aber auch vorbei. Ui, wir sind schon da. Ah. Na, fast unsere Basis verpasst, oder ist das die andere? Nein, natürlich nicht. Nur die Home Sweet Home ist so schön wie die Home Sweet Home. Welcome aboard, Captain. Ja, ebenfalls. Willkommen. Husch, husch. Der war voll, ne? Ja. Dann haben wir hier jetzt mal eben noch den Dingens da rein. Titan brauchen wir eh. Ich glaube, wir müssen nach hier oben. Kabelsatz habe ich, glaube ich, nicht. Kabelsatz habe ich nicht. Ein Computerchip könnte ich eventuell noch haben. Habe ich aber auch nicht. Nun gut, dann lass mal schauen. Der Kabelsatz. Zweimal Silbererz, ja gut. Tischkorallenprobe, Silbererz und Quarz. Aha, Hilfe, Hilfe. Das ist ja jetzt reichhaltiges Quarzangebot gewesen. Ah ja, gut. Dann machen wir den von da nach da leer. Ja. Nur Silbererz, gut. Dahin? Nein. Nein. Dahin. Dann dorthin. Dann machen wir erstmal den Kabelsatz. Dann schnuckeln wir den Computerchip. Und dann werde ich jetzt nochmal ganz schnell schauen. Wir brauchten für das Gerät nur Titankabelsatz, Computerchip. Sehr schön. Die Wasseraufbereitungsanlage braucht, glaube ich, nur 8x Titan oder so. Wo ist er? Ey, verpipscht, wo ist sie denn jetzt? Da ist er. 2x Titan, das ist echt ein Hammer. Also, dass die nichts, das ist echt cool. Ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht so viel einpacken. Warum schalte ich das weg? So. Den Kram, den wir in der Tasche haben, nehmen wir mit. Was brauchen wir denn da noch? Ja, Titan ohne Ende, ne? Eventuell auch noch Quarz, aber Quarz war da ja in der Gegend. Ja gut, dann ist das jetzt so, wie es ist. Halt. Vorher schauen wir noch mal ganz kurz bei unserer Snackbar vorbei. Kredenzen uns auch direkt einen Snack. Habe ich Salz dabei? Ja, dann machen wir auch noch einen gepökelten. Der bringt uns zwar nichts, aber hält ein bisschen länger. Nährwerte vom Nährwert sind die, glaube ich, schlechter. Da, gekocht. 16,4. Beides plus. Und hier 16-2. Das ist natürlich suboptimal. Worauf ich nicht geachtet habe, mir ist das letzte Mal aufgefallen, dass ich, wenn ich unter Wasser so einen Blasenfisch einfach roh verschnabuliere, dass ich den dann, dass der mir anscheinend auch Sauerstoff gibt. Brauchen.
können wir auf jeden Fall gebrauchen. Lithium zur Verstärkung später. Nehmen wir noch einen davon mit. Was haben wir hier drüben drin? Mac. Ah ja. Gut. Welcome aboard, Captain. Erst sieht's aus wie ein Fußballfeld und dann... Ui. Irgendwie, ja, erwarte ich schon sehnsüchtig den nächsten Patch. Auf der einen Seite freue ich mich da schon drauf, wenn sie da jetzt was Neues gemacht haben sollten. Auf der anderen Seite habe ich natürlich mächtig Muffensausen. Noch ist alles weg. Da möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass alles weg ist. Aber pf, meine Güte, dann ist das halt so. Ne? Da wollen wir jetzt noch nicht und so weiter. Ich glaube, die Smoker-Station, die ist gar nicht so weit von der Schatzinsel entfernt. Und des Weiteren glaube ich, dass hier bei der Smoker-Station noch ein paar von diesen Black Smokern hier in der Nähe sind. Die sind ja hier schon mal rumgedüst. Wir haben uns das angeschaut. Nur mal ruhig aus. Dass der hier keine Stütze hingebaut hat, ist auch lustig, aber völlig in Ordnung, also keine Kritik. So, jetzt bauen wir erstmal hier so ein Ding hin, was wir gebrauchen können. Apropos gebrauchen können. Wenn wir die ausbauen sollten, werden wir... Ja, 9 Uhr, nach 3 Uhr gehen, aber auf keinen Fall nach 12. Alles klar. Dann können wir den nämlich direkt hier aufhängen. Zack, zack. Schniebelibab. Ah, da ist er. Oh ja, schön. Boah. Muss ja auch ein bisschen nett aussehen, ne? Wollen ja auch mal Leute reinladen. Perfekt. Guck dir das an. Und schon können wir was machen. Cool. Wir haben 100-100 Energie. Sehr schön. Das hieße für uns... Oh! Oh! Schränke bauen. Was habe ich gesagt? Nach 9 und links. Aber hier können wir... Zack. Nein, das sind wir mal in der Hand jetzt hier. Wirklich. Also. Oh. Ich glaube, einen können wir noch. Natürlich direkt. Titan. Ja. Und da tun wir auch erstmal unser Rest Titan rein. Der heißt noch Schrank. Hatten wir überhaupt Silber dabei? Ich glaube, wir hatten mehr Lithium, ne? Ist ja egal. Silbererz wenig, Lithium mehr. Quarz, ja gut, Quarz hängen wir nachher drüben hin. Nehmen wir hier Lithium. Oh, Material, ja gut. Silber, aha. Quarz, Kupfer und sogar Magnetit, das ist schön. Das ist wirklich schön, das ist Romantik pur, aber jetzt will ich erstmal den Kram zurückpacken. Denn wir haben hier noch viel zu viel Mumpitz drin, den wir erstmal klein kriegen müssen. So, zack. Ja, das sollte auch direkt reichen erstmal, das Titan, wa? 6, 12, 18, 20 mal Titan. 6, 12, 18, damit kommen wir
schon ein bisschen hin. Man könnte natürlich auch nach hier vorne weiterbauen, ist klar. Ist klar. Aber irgendwie möchte ich hier drüben hinbauen. Mhm. Ja, vielleicht sogar so? Warum nicht? Dann hier noch einen hin. Haha, dann müssten wir eigentlich schräg so einen Raum hier rübersetzen. Also so rein theoretisch. Nur rein theoretisch. Nur so für Spaß. Guckt ihr das an. Schön, schön, schön. Da ist die Schatzinsel. Wie viel Gepäck haben wir? Oh, wir haben sogar noch ein bisschen. Ah, wir könnten, rein theoretisch könnten wir noch einen draufsetzen. Wozu auch immer, aber machen wir. Ah. Die Höllenstärke muss ich ein bisschen achten. Gut, Korallenprobe und so weiter. Machen wir mal ein bisschen leer und begeben uns dann mal eben in Richtung Schatzinsel. Ja, wir haben ja so ein Sammelsurium angelegt. Zack, 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 zack. Oh, die Temperatur, die könnte ich gleich mal wieder einbauen. Das bleibt hier. Einer davon bleibt auch hier, weil ich kenne mich. Ich brauche zwei. Zu futtern brauchen wir noch nicht. Ja, eigentlich bräuchten wir hier noch eine Leiter oder wir machen hier ein Aquarium hin, das weiß ich noch nicht. Weil sonst können wir den zweiten Stock nicht oder die zweite Etage nicht benutzen. Raus hier rüber und mal eben den Weg zur Schatzinsel vermessen. Ne, ich hatte geschaut, weil hier liegt ja doch noch so einiges im Argen. Was ja meine Betrachtung auch mal wert wäre. Dann haben wir hier auch noch dieses ja, Gebiet. Genau zwischen dem Smoker und unserer Schatzinsel. Ich glaube, das ist ein fast bodenloses Loch hier. Naja, geht. Das bringt mich ja schon wieder auf schräge Ideen, ne? Oh, Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was haben wir denn hier? 21 Grad. Naja, das ist aber nicht so heiß. Oh. Nee, auf Schuppi habe ich im Moment keine Lust. Das muss nicht sein. Aber das ist ja... Hier ist ja Versammlung. Und auf ewig Strom. Schatzinsel, da bist du. Ja, wie krass. Ich denke, aber diesen Abhang kenne ich. Der führt, also der führt ja jetzt direkt zur Schatzinsel, soweit ich weiß. Wieso war denn jetzt gerade ein Außengeräusch zu hören?
Ich bin nur noch gar nicht über Wasser. So. Ja, da könnten wir eigentlich mal mit der Schwalbe runter, ne? Ach komm, jetzt lad doch bitte die Insel. So habe ich die nicht hinterlassen, hör mal. Die hat eine Wurst und ein Loch drin. Oder kriegst du das nicht hin, weil ich die Insel verändert habe, ne? Gentechnisch veränderte Insel. Okay. Da haben wir ja mein Gebilde. Und ich glaube, wir haben gerade sowas wie eine Sonnenfinsternis verpasst. Also allzu weit ist das nicht. Weil ich habe jetzt auch noch den Abstecher da gemacht. Und hier sind wir auch gar nicht so schlecht. Ach, Gold. Wo kommt bloß das Gold her? So schlecht ausgestattet. Aha, verschiedenes. Was haben wir hier? Lithium, gut. Wasser, bla. Können wir direkt mal hier lassen. Ja, wenn sich das so anbietet. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Ich weiß zwar bis heute noch nicht so genau, wozu Magnesium verwendet wird. Pescherzahn, Glas, Lithium. Ich kann da ja nochmal in Ruhe nachschlagen. So. Ich würde sagen, wir sind jetzt auch erstmal am Ende dieser Folge angelangt und machen genau hier wieder weiter. Und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Wie immer bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Gehabt euch wohl, euer John Defool.